Leute, es ist der Raging Raptor hier und heute gebe ich euch mal wieder ein kurzes Update über die Informationen des 9.6 Supertests. Und zwar, es gibt Changes am IS-5 und am T54 Prototyp, sowie wurde heute geleakt, welche HD-Model in diesem Supertest, in diesem Update 9.6 drin sein werden. Und natürlich habe ich auch Bilder dafür. Doch zuerst schauen wir uns noch kurz die verschiedenen Nerfs und Buffs der beiden Premium-Russenpanzer an. Zuerst die IS-5. Die Mobilität der IS-5 wurde genervt, indem sie einfach die die Terrain Resistance haben sie schlechter gemacht. Auf harten und auf Medium Boden hat die IS-5 größere Probleme, sich zu bewegen, Acceleration und schneller zu werden und auch zu drehen. Dafür wurde aber der DPM dieses Panzers gebufft von 2000 zu 2033 und somit ist die Nachladezeit 11,507 Sekunden. Das ist jetzt schon ein bisschen schneller als vorher, aber ja, nicht so viel. Was aber ganz wichtig ist, dieser Panzer wurde von minus, mit der Gunner Pressure Mode extrem gebufft. Minus 3, was wirklich unangenehm ist zum Spielen, zu minus 5, was T62A und Objekt 9 und 7 Standard ist. Und das ist sehr gut. Weiterhin denke ich, dass die IS-5 ein sehr guter Panzer sein wird und auch die IS-6 eventuell sogar ablösen kann als sehr, sehr guter UdSSR Russen Premium Heavy Tank. Ja, ein Panzer wird gebufft und dann wird in Grund und Boden genervt, und zwar der T-54 Prototyp. Die Hitpoints wurden von 1400 auf 1300 genervt. Die Hüllendrehgeschwindigkeit von 44 auf 42 Grad, die Turmdrehgeschwindigkeit von 45,9 auf 41,7. Und natürlich haben sie wieder extrem viel an der Gun genervt, und zwar auf den DPM von 2005 auf 1931, und das ist schon ziemlich viel. Resultierend daraus ist die Nachladezeit nur noch 7,767 Sekunden, was eigentlich sehr lang ist, wenn man es vergleicht mit anderen Panzern, auch zum Beispiel mit dem Panther 88, der 5,3 hat. Klar, der hat 10 Damage weniger, aber trotzdem, das macht einen enormen Unterschied. Auch wurde die Genauigkeit extrem genervt von 0,345 auf 0,36 und ja, ich merke es mit dem Objekt 907. Die Genauigkeit lässt manchmal was zu wünschen übrig und das ist die 0,36. Was auch noch genervt wurde, aber nur ein wenig, um 0,1 Sekunden ungefähr, ist die Aim-Time von 2,4 auf 2,49. Ja, was sagt das uns? Wir kriegen eigentlich einen schnellen Heavy und einen langsamen Medium. Wollen wir das? Nein. Kriegen wir das? Ja. Ja. Ich find's scheiße, wir kriegen eigentlich einen Super-Pershing für Russland. Zum Glück habe ich das Vergnügen gehabt mit meinem Clan ein Premium-Medium-Tank der Russen zu spielen. Also, bis jetzt muss ich sagen, die IS-5, ja, läuft, würde ich nehmen. T-54 Prototype, ne. Aber ja, da wir ja jetzt gleich noch zu den Bildern kommen, sage ich jetzt einfach mal jetzt schon, danke fürs Zuhören, wenn ihr es informativ gefunden habt, leave a like, leave a comment. Also ansonsten abonnieren für die neuesten News vom Supertest, auch auf Deutsch jetzt natürlich. Und ja, dann werde ich euch jetzt viel Spaß bei den Bildern der HD-Models wünschen. Und ja, basically, es gibt der 50B, Objekt 704, der E100, der Ferdinand, der Löwe, der T95, Tiger und der Tiger P. Darum viel Spaß. Arrivederci! Yeah.
myself waking in the same clothes, shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone, finally I coughed up some awful information that I thought of. Well, they think I've been messing with the wrong stuff. Nah, I've been messing with the right shit. Yeah, I fucking like it. Waiting for the call to come. Who could say it was easy? Sad about the bad I've done. On my grave, please believe me. Static on the line, I hear it all the time. But I'm quiet when you make me fade. Feel it coming back. Watch it turn black. But I'm